It's black and white. Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und wir machen weiter mit unserem Verein, mit den Black Panthers. Die dritte Folge von der Creator Club Karriere. Erstmal bedanke ich mich natürlich für die ganzen Support in der letzten Folge, auch mit den ganzen Kommentaren. Ich habe die mir einmal durchgelesen und habe dann auch schon einen gefunden, dass ich ein bisschen mehr auf Jugend aufsetzen kann. Ja, das ist auch so mein Plan gewesen, dass ich natürlich jetzt mehr auf die Jugend setze. Aber wie gesagt, im Moment ist das Budget halt noch relativ tief und darum können wir uns das ja auch mal kurz mal angucken. Im Moment können wir uns jetzt auch nicht wirklich einen guten Scout leisten. Und das ist das ganze Problem dahinter. Da müssen wir gucken, vielleicht werden wir aber noch einen verkaufen, dann hätten wir da auf jeden Fall eine Möglichkeit, da auf jeden Fall auf die Jugend zu setzen. Ein weiterer Kommentar war, dass ich mir mal den guten Niklas Sommer mal angucke und den habe ich also mal verpflichten soll. Den habe ich mir auf jeden Fall schon mal auf die Wunschliste gesetzt und möchte den natürlich, habe ihn auch schon natürlich auch beobachtet im Scout. Wenn ihr das Format feiert, vergesst nicht, den Daumen da zu lassen und auch gerne, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, beziehungsweise wenn ihr das feiert, dann auch gerne ein Abo da zu lassen und die Glocke aktivieren, damit ihr auch nichts weiter verpasst. Dann habe ich genug gelabert und dann gehen wir erstmal rein in das nächste Spiel gegen Magdeburg, was ich jetzt erstmal schnell simulieren werde. Und wir spielen unentschieden. 1-1 gegen Magdeburg. Waren sogar das bessere Team. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und das lässt doch das eine oder andere. Das ist doch schon mal sehr gut. 4 Punkte nach 2 Spielen. So, jetzt haben wir ein Angebot für Kaiser. 27 Jahre alt. Unser linker Mittelfeldspieler. Steht aber nicht auf der Transferliste. Wir verhandeln aber mal trotzdem mit dem TSV Havelse. Mal drüber, weil wenn die einen schönen Preis hinlegen würden, dann wäre ich auch nicht abgeneigt, den zu verkaufen. 1,1 Millionen, das nehmen die sofort an. Also vielleicht passiert ja doch noch was in der Transferphase. Also 1,1 Millionen, das hätte ich doch vielleicht ein bisschen höher. 1,675.000 Euro wert. Also das ist auf jeden Fall richtig gut. Das könnte ein sehr guter Transfer werden. Ich weiß, auf der linken Position haben wir ja so unsere Probleme. Da haben wir nur Rathmann. Darum kann man da vielleicht auch was machen. Oder meine Überlegung: Wir könnten Cardoso. Cardoso hat noch 15. Wir nehmen die mal jetzt schon mal um auf linkes Mittelfeld. Wir spielen ja ohne. Im schlimmsten Fall ist das jetzt nicht so schlimm. Aber okay, wir gucken jetzt erstmal, ob der Transfer durchgeht. Und dann werden wir mal gucken, was wir dann machen. So, und es ist auch wirklich passiert. Also wir verkaufen Anton Kaiser für 1,1 Millionen, kriegen dafür aber nur 775.000 gerade mal ab. Wird schwierig, da einen Ersatz zu finden. Also, wird schon richtig schwierig, da noch einen zu finden, den man da hinstellen kann. Haben den jetzt zufrieden? Ja, wir hätten TT, viel zu teuer. Orsic, Hilfe. Also nicht wirklich, wir haben jetzt keinen, der uns da jetzt wirklich weiterhilft. Das heißt, gerne mal links Mittelfeldspieler reinschreiben. Hat man wird jetzt erstmal spielen. Das heißt,
Wir simulieren diese Partie gegen Dortmund 2 und spielen auch da nur 1-1 unentschieden, aber ja, ist auf jeden Fall auch da nicht schlecht. Also bleiben unbesiegt erstmal in der Liga. Mal gucken. So. Und jetzt geht's gegen den Tabellenführer aus Tüdütschü München. Ihr seht ja mal, wir sind hier gerade voll auf den 11. Platz zurückgefallen. Klar, alle anderen haben schon gespielt. Aber gegen Tüdütschü München, das Spiel werden wir auf jeden Fall selber spielen. Da habe ich jetzt auf jeden Fall mega Bock drauf, gegen die zu spielen. Philipp Tübitz, 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Auf den Mann. Ja. Fast ungefähr dasselbe Stadion wie wir, Tüdütschü München gegen Tacenta. In der dritten Liga. Da steht einfach Mafrey. Ist der Mafrey von Köln? Oder ist das ein anderer? Und dieser Tüdütschü München 3 Siege. Die sind halt jetzt nicht klar, ein bisschen weiter nach unten, aber immer noch gut dabei. Sieg, wenn ihr und hier nochmal Tübitz, also 4 Tore in den letzten 3 Partien von Tübitz. Also der Mann ist im Moment on fire. Kann ja auch sein, dass der wahrscheinlich alle Tore gemacht hat für die Tübitz München, weil die hat ja ein Torverhältnis von 4-0. Die Auswärtstrikots von uns. Und hier sieht man nur die Aufstellung von Tüdütschü München. Da gibt es den einen oder anderen, den man kennt. Zum Beispiel Papadopoulos, Mafrey. Also. Daher kenne ich noch, also das sind schon richtig gute Spieler und Tübitz ist sogar eigentlich Außenspieler, okay. Ja, wir haben jetzt nichts geändert, also die unsere Mannschaft kennt ihr ja schon. Und dann kann es auch in die Partie reinstarten, hier von rechts nach links. Das könnte die erste Möglichkeit sein für Tübitz in München, die sind hier schon mal am Strafraum, jetzt tauchen sie auf! Und es steht schon 1-0. Wie ist der denn hinten reingekullert? Knöll mit dem 1-0. Das ist natürlich jetzt nicht so wirklich den Start, den ich mir vorgestellt habe. Springt da hinten rein. Hier sieht man nochmal eine Erholung. Ja, eigentlich stehen wir gut. Und dann plötzlich, ja, und dann ist unser Keeper noch dran. Und dann kriegt man ihn halt nicht mehr rausgeklärt. Ein richtiges FIFA-Tor halt. Oh, dann laufen wir jetzt schon früh dem Rückstand hinterher. Gut gespielt und die erste Chance von uns durch Schneider. Fernando, was ein Tor! Dirk hat eigentlich nichts gebracht, aber Fernando ist ja da mit dem Ausgleich. Ganz, ganz stark. Ja, wenn dann mal auch über den Distanzschuss. Ne? Der geht ja immer R1-Kreis. War schon hier, die Ecke hat nichts gebracht, aber wir bleiben am Ball dran. Dann steht Fernando perfekt und schweißt den da hinten rein. Starker Schuss vom Brasilianer. Ausgleich, ganz, ganz wichtig. Ja, und jetzt ist auch schon Halbzeit, also 1:1. Und wenn man sich das ganz ehrlich anguckt, die klar bessere Mannschaft, also weniger Ballbesitz, aber es ist schon ein sehr glückliches Unentschieden für die Münchner, die mit mehr als einem Torschuss halt gleich erfolgreich waren. Aber jetzt bleibt es aber auch dranbleiben und ein zweites Schießen. Und dann steht 2:1 und dann kann man auch nichts mehr machen. Also wirklich ein langer Ball und dann hier sieht man es. Unsere Abwehr komplett unsortiert und ja, dann kann unser Keeper auch nichts mehr machen. Ja, und ja, anscheinend kommen die so durch die Liga. Also nichts machen, aber den Gegner gnadenlos auskontern. Aber vielleicht jetzt mal nochmal gute Gelegenheit und irgendwie holt der Keeper den raus. Das ist unfassbar.
Wow, was ein Tor von Kühn! Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der reingeht und Kühn schweißt den einfach hinten rein. Ich habe damit wirklich null gerechnet, aber irgendwie läuft, muss es über die Distanzschüsse gehen. Hier, wir holen den uns, stellen den Ball, dann klasse umgeschaltet und dann Kühn einfach drauf und rein ins Glück. Was ein Tor von Kühn, also das ist ja unfassbar. 2:2. Wir sind wieder da. Jetzt vielleicht nochmal Fernando und 3:2 und 3:2 so spät. Das muss es doch sein. Und jetzt eskalieren sie alle komplett. Es ist so verdient. Es ist wirklich so verdient. Wir spielen das super aus und dann eine klasse Flanke vom eingewechselten, ich weiß nicht, von unserem eingewechselten linken Mittelfeldspieler. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Und dann Fernando mit dem Kopf. Einfach klasse. So, wir wechseln jetzt nochmal aus und gehen auf sehr defensiv jetzt. Ich will hier nichts mehr kassieren und jetzt haben wir sogar noch den Ball. Unfassbar. Was ein wichtiges Tor. Schneider nochmal. Treibt's nochmal an. Fernando in der Mitte. Wartet. König! Und jetzt ist es aus! Und vorbei! 4:2 für die Black Panthers gegen Türkgücü München. Und jetzt ist wirklich Ekstase. Zweimal hinten gelegen und dann drehen wir hier dieses Spiel in den letzten Minuten. Der eingewechselte König macht, nee, der eingewechselte Jäger, schon, ey, ich bin komplett lost gerade, aber wirklich, Jäger macht es gerade eingewechselt und dann macht er das Tor, 90. Minute, 4:2, schlagen wir Türkgücü München auswärts. Was für ein Spiel. Und sie natürlich auch im Interview so sagen. Fernando hat heute 2 Tore gemacht, die Kommentare zum Held des Spiels. Ein grandioser Auftritt auf jeden Fall von Fernando mit dem 3:2 noch und dem sind, hatten sie Zweifel am Sieg. Boah. Gut, etwa bei beiden nicht wirklich gut, alle Spieler haben aber alles gegeben und ich glaube, das war das ganz Wichtige. Oh, die Fragen, die kann man sich wirklich spannen können, aber ich sag mal, wir hätten höher gewinnen müssen, weil wie gesagt, 3 Schüsse von Türkgücü München waren das ja gerade mal. Ne? Und dann sieht das natürlich in der Liga-Tabelle richtig gut aus. Wir sind nämlich Dritter, 8 Punkte. Also vielleicht geht ja doch auf jeden Fall was mit dem Aufstieg. Jetzt haben wir ein Angebot für Kowalski, der steht auch nicht auf der Transferliste. Unser Rechtsverteidiger, den werde ich erstmal hier behalten, erstmal. Jetzt geht es nämlich schon weiter mit Würzburg, Tabellen 19. der Liga. Nicht alle Spieler sind wirklich fit, wir machen es aber trotzdem mit dieser 11 gegen die Würzburger Kickers und verlieren 2:1. Ja, also es wird auf jeden Fall sehr schwierig mit vielleicht einem Aufstieg, aber wir sind immer, wie gesagt, noch gut dabei. Gut spielen, ich merke schon, den einen oder anderen müssen wir wahrscheinlich ersetzen jetzt hier erstmal, aber ich gucke jetzt mal auf den Kalender, wann spielen wir das nächste Mal? Ja, okay, also, dann müssen sie vielleicht auch mal durch den Viktoria Köln, ist bei uns in der Nähe, wir schnell simulieren das und gewinnen 2:1, Schneider fliegt leider mit Gelb-Rot vom Platz, aber dafür 2:1 gewonnen, das ist erstmal das ganz, ganz Wichtige, dass wir das gewonnen haben und auf jeden Fall oben dran bleiben. Böhm, leihen wir aus nach Waterford, was für 2 Jahre geht er da hin, kann sich auf jeden Fall wieder Spielpraxis sammeln. Und dann ist es so, also Gnabry, die Top-Transfers, Gnabry geht zum ManU für 91, 89 Millionen, Mario Rashford zu Inter und Theo Hernandez geht zurück zu Real Madrid. Wir haben Fernando und Vitor gekauft, linker Mittelfeldspieler, ist nicht wirklich
drin, die sind alle zu teuer. Ich werde mir aber mal ein paar angucken. Und ihr könnt auch ein paar in die Kommentare einfach ballern. Und dann wäre das auf jeden Fall ein bisschen geklärt. Dann gucken wir auf das monatliche Scouting. Kadosen macht übrigens auch gerade Linksmittelfeldspieler, also das wäre an sich vielleicht dann auch einer, den man dann einfach auch hochziehen kann, wenn er dann das Alter von 16 Jahren geschafft hat. Dann gucken wir mal auf den Scout. Und die sind alle zu teuer. Gut, dann machen wir es einfach wirklich so. Wir schicken den jetzt einfach los. Der hat zwar nur ein Sterne. Schicken den aber. Schicken den aber mal nach Deutschland. Für 6 Monate. Mal gucken. Vielleicht findet er ja was. Ich meine, manchmal findet ja auch so einer was. So, dann wäre das erstmal vorbei. Das ist jetzt erstmal unsere Mannschaft, mit der wir umgehen müssen die ganze Saison. Und wir stehen ja richtig gut da auch. So, nächstes Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Da müssen wir ja umstellen. Vogel muss der von Anfang an ran. Das wird uns auf jeden Fall ein bisschen schwächen. Aber wir gewinnen trotzdem 1-0. Kühn mit dem Tor. Das ist doch mal richtig gut. Auch da bleiben wir stabil. So, nächstes Spiel jetzt gegen Meppen. Zurück ist ja wieder Schneider auf der rechten Seite. Und wir gewinnen 5-0. Nageln die ja komplett weg. Kühn, Ratmann, Kühn, Jäger und Langer. Also das ist natürlich eine sehr, sehr starke Leistung gewesen. Die hauen wir richtig weg. Wir gehen jetzt in die Pressekonferenz gegen unser so, im Derby. Ich danke für Ihre Geduld und darf dann um Ihre Weil Fragen das Spiel bitten. Spielen wir auf jeden Fall. Genau, wir müssen auf uns selbst konzentrieren, das ist mir eigentlich egal, was die anderen machen. Wir müssen uns auf jeden Fall konzentrieren. Unser Kader ist bestens besetzt. Vielleicht, natürlich auf der Linksmittelposition ist ein bisschen schwierig, aber das muss man denen ja nicht sagen. Cardoso im Übrigen ist auch unser Jugendspieler und der bleibt 84 erstmal, aber das Gute ist, kann sich ja noch ein bisschen was tun. Der Mann fällt eigentlich, ich habe jetzt nicht aufs Alter geguckt, weil es man für ein bisschen. Meine, er ist noch keine 16, weil sonst, wenn er 16 ist, natürlich, dann werden wir ihn sofort hochziehen. Klar, viel besser als den, den wir da im Moment stehen haben. Wir sind im Moment Zweiter, also 17 Punkte. Das ist richtig gut. Saarbrücken hat richtig nachgelegt. Und dann geht es rein in das Spiel gegen Viktoria Berlin im Derby ins letzte Spiel heute. Richtig nice Animation da. Es ist Derby Time im Aloha Panther, in der Aloha Panther Arena. Black Panther empfängt Viktoria Berlin. Und wir haben mit König oder Kühn gespielt. Zu erkennen. Wir sind Zweiter in der Tabelle, 17 Punkte. Richtig gut gestartet. Viktoria Berlin ist Tabellenvorletzter. Und Kühn, 6 Tore da schon. Wettbewerbsrekord ist 27. Prognosis bei 36. Also. Der Mann ist richtig gut unterwegs. Gut, da war natürlich aber auch ein Doppelpack dabei. Bei dem. Ja, und das ist unsere Aufstellung. Die kennt man ja schon. Könnt ihr wahrscheinlich schon in- und auswendig. Die Folge, den gucken wir uns jetzt nicht an. Die Tipps sind ein bisschen blöd gewählt. Aber auf geht's, rein geht's gegen Viktoria Köln. Viktoria Berlin, meine Güte. Stein! Und was ein Tor! Was ein Tor von Stein! Wir gehen in Führung! Also. Das war natürlich mal ein Geniestreich von Stein.
den von da einfach mal abzuziehen. Die Ecke war wie immer nichts, aber den Rebound kriegen wir und dann ist das natürlich ein Traumtor. Absolut klasse. Von Stein. Da machst du als Keeper gar nichts mehr. Frankstein mit dem 1:0. Da müssen wir aber aufpassen und da ist es schon passiert. Aber man hat den Computer einfach nicht schießen lassen. Benjamina mit dem Ausgleich für Victoria Berlin. Hier, da wir kriegen den Ball nicht wirklich, ich komme in keinen einzigen Zweikampf wirklich rein. Er schießt halt mit Bombe. Kannst nichts machen. 1:1. Fernando. Fernando. Es gibt es nicht, wirklich. Also, was die Keeper wieder alles halten. Unfassbar. Wirklich war wieder nichts. Jetzt halt zur Halbzeit 1:1 unentschieden. Wir sind ja die klar bessere Mannschaft, aber das bringt hier halt am Ende des Tages auch nicht wirklich viel. Wir müssen halt die Chancen nutzen. Fernando hatte einige. Wir stellen jetzt mal auf offensiv um. Ich will dieses Ding gewinnen. Das ist Fernando! Er kann es doch! Fernando 2:1, 67. Minute. Für Stein treibt es an, Kühn legt ihn rein und Fernando nagelt ihn einfach mittig rein. Auf jeden Fall haltbar, aber Sprint muss ja auch nicht alles halten. So, Kühn geht raus, Jäger kommt jetzt nochmal rein, die letzten circa 20 Minuten. Und Schneider rettet uns jetzt hier erstmal wieder. Also irgendwie immer wenn die führen, geht es hier ein bisschen drunter und drüber. Schneider, wichtiger, dass er hinkommt. Fernando soll ja schon ein bisschen rausbuxieren. Und Schneider wieder mit einer guten Tat. Wir wechseln nochmal aus. Kowalski ist komplett platt. Legen wir den Ball da raus. Ja, den hat Schneider erstmal. Den boxiere ich aber auch einfach nur nach vorne. Fernando könnte den vielleicht bekommen. Ja, der zweite. Fernando hat den Ball. Und jetzt haben wir den erstmal da vorne. Jetzt sollte nichts mehr passieren. Herr Schiedsrichter, pfeifen Sie bitte diese Partie ab. Er macht es 2:1. Ein ganz, ganz hart erkämpfter Sieg. Mit diesem hart erkämpften Sieg können wir auf jeden Fall zu glücklich ins Interview auf jeden Fall gehen danach. Wir waren auf jeden Fall das bessere Team, das haben wir uns auf jeden Fall verdient. Schauen, Black Panther hat zwar gewonnen, aber es war eng. Hatten sie Sorgen, dass der Gegner nochmal rankommen würde? Für einen kurzen Moment hatte ich Sorgen, aber wir hatten die Qualität, sowas nach Hause zu bringen und Sieg zu holen. Schön, diesen Gegner besiegt zu haben. Wenn ich immer mein Gegner einer der besten, ist schwer, der Sturm dort zu verhindern. Benjamin hat jetzt eigentlich nichts damit zu tun gehabt. Danke für er hat zwar den Ausgleich gemacht, den zwischenzeitlichen, aber ich meine, das war halt auch so, den irgendwie macht das ja jeder vom Computer, der schießt dann halt einfach mal drauf und dann knallt er direkt hinten drauf. Jetzt gucken wir, wie lange. 5 Tage wird Radmann jetzt erstmal ausfallen. Natürlich ein bisschen bitter. Aber gut, das soll es dann gewesen sein von der dritten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Zusehen. In der nächsten Folge geht es dann rein in den Dezember, in den November bzw. Dezember vielleicht. Also wir haben jetzt noch haben gut gespielt und in der Simulation nur eine Partie verloren. Ein richtiges geiles Spiel dazwischen gehabt. Also vielen Dank und wir sehen uns in der nächsten Folge und